Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich möchte heute gerne über das Thema Pole Dance mit euch sprechen. Und zwar möchte ich gerne über alle Vorteile von Pole Dance sprechen und wieso ihr unbedingt mal Pole Dance für euch als Sport ausprobieren solltet. Wenn ihr mit Pole Dance beginnt, dann werdet ihr auf jeden Fall an Stärke dazu gewinnen. Doch nicht nur die Kraft wird profitieren, auch die Ausdauer sowie das Stretching. Es wird Moves geben, da werdet ihr auf jeden Fall mehr darauf achten, ein bisschen gelenkiger zu werden. Andere Moves wiederum werden auf jeden Fall eure Kraft und eure Muckis fordern, sowie auch euer Gleichgewichtssinn und generell euer Körpergefühl. Doch nicht nur Muskelkraft, Ausdauer und Stretching ist wichtig beim Pole Dance. Ihr braucht Durchhaltevermögen. Am Anfang wird es vielleicht ein bisschen schwer, wenn es darum geht, kopfüber an der Stange zu hängen oder richtig viele drehende Moves zu machen. Davon wird auf jeden Fall dem einen oder anderen am Anfang ein bisschen schwindelig werden. Auch die blauen Flecken sprechen nicht unbedingt für Pole Dance. Und wenn du schmerzempfindlich bist, dann musst du natürlich auch schauen, ob Pole Dance dann der richtige Sport für dich ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Ihr werdet immer neue Moves lernen und es wird niemals langweilig werden. Es gibt neue, coole, kreative Choreos, die ihr lernen werdet. Und das Coolste ist, ihr könnt selber einfach kreativ, spontan an die Pole springen, eure Musik anmachen und einfach die Musik fühlen. Neben kreativen Tanzmoves, die ihr lernen könnt, könnt ihr euch auch selber ein paar Choreos ausdenken. Eurer Kreativität sind auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt und gerade beim Pole Dance gibt es einen gigantischen Facettenreichtum. Es gibt verschiedene Pole Dance Arten, falls ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. Es gibt Pole Dance mit hohen Schuhen, ohne hohe Schuhe, komplett angezogen an einer Silikonstange oder auch mehr eine Art Pole Dance, bei der ihr mehr Wert aufs Tanzen drumherum legt. Pole Dance ist nicht gleich Pole Dance, aber für die meisten Leute wird auf jeden Fall was dabei sein. Wer sich jetzt denkt, Pole Dance ist mir irgendwie ein zu krasser Ego-Sport, den muss ich enttäuschen. Pole Dance kann auch als Teamsport praktiziert werden. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie man verschiedene Choreografien mit verschiedenen Menschen auf die Beine stellen kann und auch da ist eurer Kreativität keine Grenze gesetzt. Ihr werdet die verschiedensten Muskeln trainieren, von denen ihr noch nicht einmal wusstet, dass sie existieren. Ihr werdet Muskelkater an Stellen haben, ihr werdet euch wundern, glaubt's mir. Aber mal ganz abgesehen davon, von diesen ganzen körperlichen Sachen und dass es total Spaß macht und bereichert ist, ganz ehrlich Leute, ihr werdet ein super gutes Körpergefühl kriegen. Pole Dance kann auf jeden Fall auch euer Selbstbewusstsein pushen. Glücksgefühle freisetzen wie die meisten Sportarten und es wird euch auf jeden Fall auch noch zu Erfolgserlebnissen verhelfen. Ihr werdet wirklich mit jeder einzelnen Figur, die ihr neu dazulernt, richtig viele Glücksgefühle ausschütten, ihr werdet einen Fortschritt bemerken und ihr werdet bei dem ganzen Prozess auch noch Spaß haben. Und ich bin ehrlich mit euch Leute, es gibt kaum einen Sport, wo ich sage, da habe ich jeden Tag Lust drauf, der macht mir richtig Spaß und der erfüllt mich. Während ihr mich gleichzeitig aber auch direkt fordert, an meine Grenzen treibt und mir auf jeden Fall auch zeigt, wie weit ich gehen kann und wozu mein Körper überhaupt imstande ist. Und ich finde genau das ist auch irgendwo dieser Ego-Push, von denen viele Pole-Dancer berichten. Ich glaube, das ist vielleicht auch irgendwo, dass man sich so denkt, boah, ich kann meinen Körper ja richtig schön bewegen. Ja, das kann auf jeden Fall auch euer Ego pushen. Aber ich glaube, es ist mindestens ein genauso großer Ego-Push, wenn ihr merkt, krass, dazu ist mein Körper imstande. Wenn ihr mit Pole Dance beginnt, werdet ihr auf jeden Fall an eure Grenzen kommen. Im positiven Sinne. Ihr werdet neue Dinge dazulernen und über euch selber hinauswachsen. Und ich glaube, deswegen ist Pole Dance auch so ein richtig, richtig schöner und erfüllender Sport. Nachdem ich jetzt meine Liebesbekundung fürs Pole Dance beendet habe, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich den einen oder anderen dazu anregen konnte, vielleicht mal eine Pole Dance-Stunde auszuprobieren. Und ich hoffe, es wird euch genauso bereichern und glücklich machen, wie es mich tut. Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Und wenn ihr noch keinen Sport für euch gefunden habt, wo ihr sagt, boah, da habe ich richtig Lust drauf, dann probiert das auf jeden Fall mal aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen tatsächlich inspirieren, sich ein bisschen zu trauen und mal die Pole auszuprobieren. Tschö mit Ö. Bis zum nächsten Mal.